So, Freunde, es ist ein neues Jahr 2023 und wir schauen uns jetzt mal an, was da so an Spieletiteln erscheint, die vor allem uns interessieren, was wir zocken wollen, warum wir es zocken wollen, das erfahrt ihr jetzt. So, ich sag direkt, ich habe die ganze Liste erstellt in unserem wunderbaren Google Sheet, was wir aufgemacht haben, und ich stehe mit Abstand am wenigsten oft drin, was ich spielen will. Das Spielejahr 2023 enttäuscht mich, aber mal gucken, was noch so kommt. Deswegen, Was? mal gucken, ich denke mal, es macht Sinn, wenn wir das so ein bisschen chronologisch durchgehen und einfach mal schauen, was lacht uns da an. Und ich glaube, kann man auch schon mal sagen, so Chris und Tobi haben mit Abstand am meisten vor sich. Ja, ich wollte es gerade sagen, ich habe ein schönes Jahr, ich freue mich jetzt schon drauf. Das ist wie immer bei allen Vorsätzen, die man sich fürs neue Jahr nimmt. Ich habe da sehr viel angekreuzt, aber ich werde sehr wenig davon machen. Darum Ja, geht's dann Ende nicht. doch wieder nur Indie-Titel spielen. So genau so wird es doch sein. Diablo 4 all night Ja, long. genau. Nur die ersten 6 Monate sind für Chris interessant, dann kommt Diablo 4 und das restliche Jahr, egal. Ja, Diablo 4 dann. Aber bevor wir dazu kommen, ja, schauen wir mal. Was steht denn jetzt so im Januar an? Ich habe die Liste ja auf dem Handy, beziehungsweise so in den ersten paar Wochen. Da ist ja schon ein bisschen was, ne? Ja, das Frühjahr sieht schon mal ziemlich saftig aus. Ach, Der guck mal, da ist auch erste ein Titel, bei dem Eintrag. ich. Ja, mach mal, ja. Der erste Titel, der eingetragen wurde, ist Persona 4 Golden. Das möchte Chris zocken. Ja, genau. Ich habe damals Persona 4 auf der PlayStation 2 gespielt und das ist schon sehr lange her. Und Persona 5 war natürlich auch wieder großartig. Und ich würde mir das Ding echt gerne nochmal angucken, weil ich habe es damals nicht zu Ende gespielt. Und ja, ich habe einfach Aber Bock drauf. dauert das nicht auch so hunderte Stunden? Ja. Ja, aber Ja. ich bin ja Bahnfahrer, ich hab Zeit. Du hast viel Ah Zeit, ja, ja. gut, okay. Also ich habe Persona 4 Golden auf dem PC mal nachgeholt oder versucht nachzuholen, aber ich konnte es auch nicht beenden, weil ich fand das Kampfsystem nicht besonders ansprechend. Und also man muss auch sagen, das ist halt ein Vita-Titel. Also von PS2 dann auf Vita mit der Golden-Version und du siehst es dem Spiel halt einfach an und das wird auch jetzt bei den neuen Versionen so aussehen. Ich habe Persona 5 noch nicht gespielt, aber darauf freue ich mich tatsächlich deutlich mehr, als Persona 4 nochmal anzufangen. Ja, ich glaube, mit Persona, also wenn man beide noch nicht gespielt hat, ist Persona 5 auf jeden Fall die richtige Wahl, weil da haben sie Ja. auch die Dungeon und alles viel dynamischer, das macht viel mehr Spaß. Also ja, wenn man beide noch nicht gespielt hat, auf jeden Fall Persona 5. Also ich fand Persona 4 schon gut, aber so nach, wie lange habe ich gespielt? 50 Stunden oder sowas, noch nicht mal annähernd am Ende angekommen und ich war dann irgendwie auch durch mit der Sache. Also ich hoffe, Persona 5 kann ich dann auch beenden. Ja, ich sag mal lieber nichts. Oh nein. Bei mir ist das immer zu abgefahren gewesen. Ich habe so oft versucht, mal Persona, egal, schon, weiß nicht, 15 Jahre lang immer mal wieder einen Titel in der Hand gekriegt und irgendwie, ich komme da nicht rein. Ist irgendwie nicht meins. Ja, kann ich verstehen. Das Monster oder Dämonen sind das ja in dem Spiel, glaube ich. Das Design von denen ist echt ein bisschen crazy. Also generell Es ist bei alles ein Shin bisschen Megami drüber. Tensei. Ja, Ja, es ja. ist alles ein bisschen drüber und mir vielleicht auch ein Ticken zu japanisch und ne. Aber ich finde das Social-System halt ziemlich cool, dass du halt dann abwägen musst, quasi, ob du dich für die Schule vorbereitest oder im Dungeon grinden gehst. Das ist irgendwie interessant. Gibt es sonst in keinem anderen Spiel zumindest. Kenne ich kein anderes Spiel, was das so macht wie Persona. Gut, ja, komm. Bevor wir jetzt zu lange über ein Spiel reden, reden wir doch über das nächste. Oh, Ja, da, oh, weil. das möchte ich spielen. Ja, weil. Was eine Überraschung, ja. Fire Emblem Engage. Yeah! Es wird ein Fire Emblem wie jedes andere wahrscheinlich sein. Ja, ich habe auch die Trailer gesehen, mit was sie alles machen und keine Ahnung. Muss für mich gar nicht sein. Ich werde auf jeden Fall den klassischen Modus anschmeißen, weil bei Three Houses habe ich mich ja für die modernere Variante, dass Charaktere nicht endgültig sterben, entschieden. Und das habe ich dann irgendwann bereut, weil das dann zu einfach war und das ist einfach ein anderes Spiel. Und das ist ja gerade der Reiz, dass man wirklich die Kämpfe so gestaltet, dass man nichts riskiert und irgendwie lebend mit allen Figuren durchkommt. Und das werde ich definitiv Boah, spielen. nee, Also. weiß nicht, ob ich da zustimme. Also ich weiß noch nicht, ob ich mir das reinziehe. Three Houses war ja das erste, was ich gespielt habe.
Und ich fand es auch zum Ende hin ein bisschen zu einfach. Allerdings hätte es mich, glaube ich, auch megamäßig abgefuckt, wenn meine Charaktere sterben könnten. Also Ja, das ist dann aber hätte ich es, glaube geil. ich, nicht, dann hätte ich es, glaube ich, aber auch nicht zu Ende gespielt. Also ich brauchte schon das Einfachere quasi dann daran. Die einzige Möglichkeit, deine Figur zu retten, ist quasi, du startest die ganze Map nochmal, ne? Also letzten Spielstand dann. Ja, dann brauchst du ja aber Aber. nicht, brauchst ja dreimal so lange, um das durchzuspielen. Ja, Das aber geht das ist nicht ja mehr. das Geile an Fire Emblem, dass du halt deine Charaktere wirklich kennenlernst und die inzwischen mit den neueren Spielen ja auch ein bisschen individueller entwickeln kannst. Früher waren die Klassen ja sehr viel restriktiver und die wachsen dir wirklich ans Herz. Und wenn du dann einen verlierst, ist das nicht nur irgendwie bitter, sondern auch strategisch einfach scheiße, weil du hast dann ja den Tank und du hast die Fliegende und den Bogenschützen und was weiß ich was. Und das ist schon ein anderer Reiz, weil dieser Permanent Death dich einfach anders fordert, so, ne? Aber ich finde, wenn man doch neu starten, die Map neu starten kann, dann ist das ja auch kein Permadeath, sondern dann ist Ja, das früher einfach. ging das ja nicht. Ja. Früher war, ne, vorbei. Ja, aber naja. Ich bin mal Trotzdem, gespannt. Also wenn wird sonst geil. nichts läuft im Januar, dann gucke ich mir das nochmal an. Also vor ein paar Wochen gab es auch die ersten Previews und es wird wohl weniger Social Features geben, wie bei Three Houses. Also Ja, ein das hat Glück. mir auch persönlich gar nicht gefallen. Das hat Diese mir ehrlich gesagt ein bisschen. awkward Tee-Trinken-Szenen, wo Ja, man sich das einfach war ein in die bisschen Augen blicken generisch, muss. ja. Und dass es vom Gameplay her taktischer sein soll. Also tatsächlich dann im Großen und Ganzen mehr an dem klassischen Fire Emblem, was wir von früher noch kennen. Ja, Ja, diese finde ich aber auch ganze besser. Oberwelt mit in der Schule rumlaufen und so hat mich auch irgendwann genervt bei Three Ja. Houses. Steht auch, übrigens auch auf meiner Liste. Fire Emblem, super. Magisch. Jo, der nächste Titel, Forspoken. Habe ich zu irgendeiner E3 mal diesen ersten Trailer gesehen, fand das ganz interessant. Aber weiß ich nicht, ob ich mir das reinziehen muss. Ja, ich habe da ja meinen Namen drunter gesetzt, und eigentlich nur aus dem Grund, ich habe seit mehreren Wochen gefühlt diese Demo auf meiner PlayStation und ich habe irgendwie keine Motivation, sie zu spielen. Und das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Aber Die das Spiel ersten. willst du spielen, aber die Demo hast du keinen Bock. Ja. Vielleicht werde ich mir das Spiel angucken. Ich habe Ja. Gemischtes gehört über die Steuerung Ja. vor allem. Und da bin ich bei dem fertigen Spiel mal gespannt. Also ich glaube, ich werde auf jeden Fall die Tests abwarten, was die dazu sagen. Weil also bei der Demo habe ich jetzt sehr Gemischtes gehört. Vielleicht spiele ich Ja, sie mal. ich hab auch in den Previews, die ich gelesen oder geguckt habe, habe ich auch nicht so viele gute Sachen gehört. Der Ja. Kollege Maurice Weber von der GameStar, der immer noch so der einzige Reviewer ist aus der alten Zeit quasi, dem ich eigentlich blind vertraue, wenn er Sachen schreibt und sagt, der war auch nicht so begeistert, deswegen werde ich das erstmal skippen. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das hart floppen kann. Also ich warte da auf jeden Fall auf Reviews. Ja, ist anders bei Remakes, da weiß man ungefähr, Ja. was man kriegt. Dead Space. Schöne Schöne Überleitung, Überleitung. ja. Wollte ich gerade sagen. Also das Dead Space Remake ist eigentlich die safeste Bank aus dieser Liste, finde ich. Außer vielleicht, nee, hier sind noch andere Remakes drin, da ist auch egal. Aber ja, Dead Space, das Original Dead Space ist halt für mich mitunter das beste Horrorspiel, quasi Horrorshooter in dem Fall ja auch noch. Und ich freue mich richtig darauf, das einfach nochmal durchzuspielen in geiler Grafik und mehr muss es für mich auch nicht können. Ich habe das damals nicht gespielt, deswegen freue ich mich mega drauf. Man hört Du nur hast das Gutes. gar nicht Gen gespielt. ja, genau. Und Krass. dann kam jetzt ja Callisto-Protokoll raus und das war ja so ein bisschen, oh, das ist auch so wie Dead Space. Und dann hat es ja so vernichtende Re also was heißt vernichten, aber es hat nicht gute Reviews bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann spiele ich das gar nicht und warte einfach die 2 Monate auf Dead Space und ich freue mich richtig drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Ja, das Callisto-Protokoll war doch auch, ich weiß nicht, wer von denen, einer der Ja, Leads davon hat Schofield. das entwickelt. Genau, ja. Genau. Und das hat halt sehr viel einfach nochmal gleich gemacht. Ich habe das beim Kumpel so im Discord, der hat das zwischendurch mal ein bisschen gestreamt, habe ich da mal zugeguckt. Aber das hat mich jetzt auch nicht überzeugt. Also, wie gesagt, da bist du wirklich in for a treat, sage ich jetzt mal. Das wird, also, das ist halt kurzweilig und geil. Das ist einfach eine geile Erfahrung, das zu spielen. Mega. Ja, Ja, ich würde es ich mir auch sowieso auf bei jeden Fall Horror bin ich ja angucken. raus. Ich bin raus bei Horror. Also geht gar nicht. Also ihr kennt ihn auch, Felix Rick, Kumpel von mir, der konnte es immer nur zocken damals, wenn halt jemand dabei gesessen hat. Alleine hat er sich's nicht getraut. Kann ich verstehen. Also ich habe Dead Space gespielt, das Originale, aber ich habe nach ein paar Stunden aufgehört, weil mich tatsächlich genervt hat, dass man ständig Munitionsmangel hat.
Und ich verstehe, dass das Teil von dem Spielsystem ist. Das soll halt irgendwie Panik ein bisschen verursachen, aber mich hat es irgendwie nur genervt. Und ich schäme mich ein bisschen dafür. Ich würde es gerne nochmal spielen und ich werde das mit dem Remake endlich mal nutzen. Hast du die alten Resident Evils auch alle nicht gespielt? Ich habe alle gespielt, aber angefangen zu beenden habe ich sie erst mit Teil 4, als es ein bisschen actionlastiger wurde. Und das hat dich da nicht genervt, die Knappheit der Munition? Tatsächlich nicht, nein. Okay, das finde ich Ich interessant. komisch, ist für Ja, mich doch, der ich weiß, absolute Horror im interessant. Spielen. Ey, da kann das Spiel noch so gruselig sein. Für mich ist der größte Horror die Munitionsknappheit. Ganz ehrlich, das ist so. Oder weißt du, Alan Wake, ja, du hast nur eine Taschenlampe. Toll. Was mache ich damit? Ich find das immer so schwer, weil man bei jeder Situation sich denkt, hätte ich das besser lösen können? Müsste ich nochmal neu starten? Und das, ja, das stresst mich auch, aber Oh ja, das ist unangenehm. ab und zu kann ich Ey, das trotzdem mal machen. ist Teil der Erfahrung, aber Ja, voll. finde ich schon wichtig in dieser Art Spielen. Ich bin jetzt bestimmt auch charakterlich ein bisschen gewachsen und deshalb wird mir auch das neue Dead Space gefallen. New Year, New Me. Ja. So, was ist denn hier mit Hogwarts Legacy? Wer will das spielen? Ich bin ja kein Wer Harry ist Potter-Fan, mutig deswegen. genug? Ja, man traut es ja fast nicht, das auszusprechen. Ja. Aber ich gucke mir das trotzdem an. Schlagt mich gerne, ächtet mich. Ich finde das, wofür die liebe K. Rowling steht, auch nicht geil. Aber ich werde es trotzdem mal auschecken, weil es einfach sehr vielversprechend aussieht und auch technisch bisher ganz gut aussieht in den Previews und so. Vielleicht werde ich es mir nicht direkt zu Release kaufen, aber ich werde das auf jeden Fall mal an der einen oder anderen Stelle ausprobieren und freue mich einfach, da so nochmal in die Welt von Harry Potter gezogen zu werden und werde mein Fazit dann danach ziehen, würde ich sagen. Ja, geht mir ähnlich. Ich hab da auch Ja angeklickt. Allein auch aus dem Grund, meine Frau ist riesengroßer Harry Potter-Fan. Also die hört immer Hörbuch und die hört einfach immer Harry Potter. Also die hat, glaube ich, 80 Mal schon alle 7 Bücher durchgehört und kann die auch auswendig mitsprechen und so. Und ich weiß einfach, dass wir es mega Spaß haben werden zu zweit. Also ich werde dann spielen müssen, weil sie zockt nicht gerne, aber sie guckt wohl zu. Das heißt, wir werden da halt einfach Spaß dran haben und ich freue mich da drauf und ja, ich verstehe auch die Kritik, aber ich schaffe es da Ja, irgendwie doch, klar. Künstler und Werk zu trennen. Also ich glaube, wenn ich Harry Potter Fan wäre, hätte ich da auch Bock drauf. So, weil vom Genre ist das schon was, wo ich sage, ja, könnte ich mir mal angucken. Aber da ich halt mit dieser Welt nach wie vor einfach gar nichts anfangen kann, ne? Aber ich kann es total verstehen, dass wenn man irgendwie darauf steht, dass man dann da reinschnuppern will und das vielleicht auch richtig geil findet. Und ja, J.K. Rowling, also ich finde es auch schwer, von wegen Künstler und Werk trennen, vor allen Dingen, wenn sie, ich weiß nicht, wie viel sie jetzt daran mitverdient und so, ne? Ja, das ist eigentlich ganz gut offengelegt. Also das ist schon relativ klar, dass man da jetzt schon sehr direkt die schon und das, wofür sie steht, mit unterstützt. Aber ja, wir haben, keine Ahnung, es fehlt auch an der Reichweite, da jetzt drüber irgendwie zu urteilen. Ich weiß es nicht. Ich finde, das ist ein super schwieriges Thema und genau, möchte mich in dieser Diskussion zumindest auf diesem Kanal hier erstmal entziehen. Ich bin. Hasst mich, ich diskutiere gerne mit euch auf Twitter, aber lasst mich hier und auf vor Zocker bitte damit in Ruhe. Auf Twitter kann ja inzwischen alles gesagt werden, insofern. Ich bin bei dem Spiel auf jeden Fall interessant, weil sie kündigen halt schon sehr viel an. Also wirklich sehr, sehr viel. Und ich bin gespannt, ob sie das halten können. Das ist schon irgendwie die eierlegende Wollmilchsau, die da produziert werden soll. Und mal gucken. Ja. Ja, Also ich würde. Tobi taucht wieder ein ins Yakuza-Universum. Mit, Yakuza. wo, wie heißt es? Ishin? Oder heißt es Like a Dragon? Oder ja, Like a Dragon? Was heißt Das. Ishin? Ich kann kein Japanisch, ich weiß es nicht. Ke keine Ahnung, was es heißt. Ist doch völlig egal. Ist Yakuza, ist geil. Ja, also dieses Jahr kommen jetzt zum Glück. Also, was heißt zum Glück? Es kommen 2 Yakuza-Teile raus. Und das ist natürlich schon für mich schon für ein paar Monate Spielspaß gesorgt. Und das ist auch ein Remake von einem Spiel, was 2014, glaube ich, erschienen ist für die PS3. Und ich habe das einfach noch nicht gespielt. Das ging auch nicht, weil das kam bisher nur in Japan raus. Aber ja, die Namensgebung, ich finde es ganz süß, weil die Vio hatte in die Tabelle hier noch reingeschrieben, das ist ein Yakuza-Spiel als Hinweis. Ja, weil Weil. es nicht im Titel steht. So. Richtig, das ist ein kleiner Fun-Fact, aber dieses. Im Original heißt es.
Ryoga Gotaku oder so ähnlich. Und das heißt übersetzt schon Like a Dragon, aber bei uns hieß es immer Yakuza, weil es um Yakuza geht. Aber in Japan, also in Japan heißt die Yakuza-Serie gar nicht Yakuza? Nee, die heißt da schon immer Like a Dragon übersetzt, wenn ich das noch richtig zusammenkriege. Okay. Und jetzt mit 6 Teilen war dann quasi die Hauptstory durch mit dem alten Hauptcharakter. Und deshalb ging ja nächste Teil mit Like a Dragon los. Und jetzt fangen sie wohl an, jeden Titel einfach Like a Dragon zu nennen, weil später dieses Jahr kommt noch ein Titel, der heißt ebenfalls Like a Dragon. Also wieso habe ich da automatisch Like a Virgin Melodie im Kopf? Ja, ohne Scheiß. Like a Dragon. Dir auch so? Oh, witzig, dass es dir auch so geht. Geht mir ganz genau so. Es ist echt unfassbar, dieses Franchise, das droppt doch gerade echt gefühlt jeden Monat irgendein Remake von einem Remake von der PSP, von der PS2 und es ist unfassbar. Gott sei Dank. Gott sei Dank, weil ich habe sehr spät erst damit angefangen und muss jetzt auch noch alles nachholen. Ich bin jetzt bei Teil 3 mittlerweile angekommen und ich arbeite mich langsam vor. Es fehlt noch 3 bis 6 und dann habe ich alles gespielt, außer die Spin-Offs. Mir fehlt auch noch Judgment, Lost Judgment. Dann gab es noch diesen Zombie-Ableger, den habe ich noch nie gespielt. Mhm. Keine Ahnung, Dead Souls oder wie hieß das Ding? Keine Ahnung. Ja, ich habe auf jeden Fall viel mit Yakuza aktuell zu tun und freue mich drauf auf das Remake. Du kannst ja mal so ein History-Video machen, wenn du durch bist. Nach deinem Video dazu habe ich auch mir eigentlich vorgenommen, weil ja auch echt viele davon im Game Pass sind oder auch auf der PlayStation, glaube ich sogar, ne? Ich habe das Gefühl, ich muss mir wirklich viel Zeit nehmen dafür und das habe ich, ist irgendwie im Moment nicht drin für sowas. Ja, ich spiele die auch nicht alle nacheinander direkt, sondern ich spiele immer so einen durch. Das dauert dann auch gerne mal so 2-3 Monate, bis ich dann durch bin, weil ich noch viele Side-Stories und so ein Kram mache. Und dann brauche ich auch erstmal eine Yakuza-Pause tatsächlich. Und das letzte Spiel habe ich im Sommer beendet und habe jetzt so langsam das Gefühl, okay, ich hätte jetzt mal wieder Bock. Und immer wenn ich dann mal einen Teil anfange, dann fühle ich mich direkt so umarmt von dem Spiel einfach. Das ist so schön immer, das macht so Spaß. Umarmt. Oh, ja, das Spiel nimmt mich so schön in den Arm und sagt, komm, jetzt geht's weiter hier, geile Story, geiles Gameplay, jetzt geht's weiter. Ich bin auch total neidisch auf Yakuza-Fans, weil das scheint ja wirklich, wenn man das mag, immer abzuliefern und richtig geil zu sein. Und das ist auch, ich finde das total toll, ich bin da total neidisch irgendwie, dass ich da nicht reinkomme. Mich nervt das auch total, weil ich mir ziemlich, ziemlich sicher bin, dass ich das auch richtig, richtig gerne spielen würde und richtig viel Spaß daran. Ich mag ja auch sowieso den asiatischen Humor und das ist halt, also ich werde mich da irgendwo mal rantrauen, aber mal gucken. Also, jetzt ist schon in den Feiertagen, wäre ganz gut. Ja. Eigentlich. Eigentlich wäre es ganz gut. Es ist schon super weird, und auch die Zwischensequenzen teilweise, also das ist ein bisschen Metal Gear Solid-like, wo du manchmal nur eine halbe oder halbe Dreiviertelstunde einfach nur Zwischensequenz guckst oder Textboxen durchklickst. Boah, nee. Das ist halt nicht für jedermann, aber ich find's richtig geil. Textboxen auch nicht. Cutscenes, gib ihm, kein Problem, aber Textboxen weiß ich nicht. Ja, was, hast du nicht noch neulich bei dem Pokémon-Talk gesagt, als du über Karmesin und Purpur geredet hast, dass dich das nicht stört, weil das gehört halt dazu? Habe ich das? Ja. Ja gut, aber nicht 45 Minuten. Ja, das ist ein Unterschied, würde ich auch sagen. Octopus Traveler. Ich bin auch nicht sicher, ob ich derjenige war, der das gesagt hat. Also Octopus Traveler 2 ist auch so ein Spiel, wo potenziell viel weggeklickt wird. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Du, an Text. Das war das Internet von der Vio. Du musst dich leider kurz wiederholen, Vio, auch wenn es auf der Aufnahme richtig war. Ich habe gesagt, auch da muss man ganz viel wegklicken. Wahrscheinlich, an Dialogen. Da hab auch wieder nur ich mich eingetragen, weil ich irgendwie der Einzige, glaube ich, in der Runde bin, der japanische Rollenspiele zockt. Nee, ich habe sogar Octopath Traveler 1 habe ich auch ein bisschen angespielt, aber es war mir zu viel grinden und zu mühselig und nee. Ja, das zu ist retro. Oldschool auch wieder. Ja, mir zu da retro muss man viel grinden. Das ist korrekt. Keine Zeit für. Und das wird einfach eine konsequente Fortsetzung, habe ich das Gefühl. Also man weiß nicht viel, bis noch nicht allzu viel, aber es werden natürlich wieder 8 spielbare Charaktere geben, deshalb heißt das Spiel ja so. Und es wird einfach nur ein bisschen ausgebaut mit Tag-Nacht-Zyklus wohl. Da sind dann verschiedene Gegner und verschiedene NPCs unterwegs. Und, das gab es ja noch nie. Ja, ich weiß, aber es wird wahrscheinlich trotzdem Spaß machen. Ich möchte kurz einwerfen, wenn ihr Bock auf sowas habt, dann spielt Chained Echoes. Das zocke ich gerade, ist mega geil. Kurzer Einwurf. Das habe ich auch schon gehört von einem Kumpel, dass das richtig geil sein soll. Ja, ich habe keine Zeit, ein Video zu machen, aber mit dem Entwickler davon
hatte ich eine ganz kurze Demo vor Jahren auf der Gamescom auf der Game Legends Bühne. Das Okay, weiß ich krass. noch. Ja. Ja, macht mega Spaß. Ist sehr kurzweilig auch. Soll auch sehr schwer sein, habe ich gehört. Ja, aber macht, also, wenn man da Bock drauf hat, ne, dann ist das cool herausfordernd. Star Wars Jedi Survivor habe ich mich eingetragen. Klar, Star Wars. Ich habe jetzt tatsächlich, ich hatte ja Fallen Order nicht zu Ende gespielt. Das hat mich irgendwann verloren, weil unheimlich viel Backtracking war, weil man halt immer wieder an die gleichen Orte, zigmal nach Dathomir und so weiter reist. Und ich habe es jetzt nochmal wieder angeschmissen, aber völlig die Orientierung verloren. Scheiße, weil ich habe irgendwie nichts gefunden, wo muss ich als nächstes hin? Ich laufe halt gerade auf Dathomir von links nach rechts und weiß gar nicht, wie ich das jetzt irgendwie weiter anschubst, das Spiel. Ich habe schon Bock, das jetzt nochmal durchzuspielen, bevor Survivor kommt, ehrlich gesagt, aber ich muss da nochmal wieder reinfinden. Es ist halt wie, ist ja ewig her, dass ich das gespielt habe. 2 Jahre oder was? Ja, aus dem gleichen Grund kann ich keine Metroidvanias spielen. Ich versuche es immer mal wieder und es gibt so viele tolle Metroidvania-Spiele, aber ich wirklich, sobald ich da einmal raus bin, sobald ich das einmal ein paar Tage liegen lasse und dann wieder versuchen muss, mich zu orientieren, dann frustriert mich das so sehr, dass ich einfach wieder irgendwas, was mir schnellere Instant Gratification gibt. Jetzt weiß ich nicht, wo der Das Satz angefangen hat, aber ihr wisst, was ich meine. habe ich mit Hollow Knight übrigens, aber Ja, bei mir auch. ich habe sehr viele Diesmal. Titel, sehr viele zweite Teile auf dieser Liste, wo ich den ersten Teil noch nicht gespielt habe, aber ich habe mega Bock auf den zweiten Teil. Das heißt, ich habe noch sehr viele Hausaufgaben zu machen, so ist es bei dem Spiel auch. Ich habe mega Bock, den ersten zu spielen und vorher kann ich leider, also ich kann halt den zweiten erst spielen, wenn ich den ersten gespielt habe. Mal gucken, ob es bis dahin geklappt hat. Also der erste Ja, war ey, schon Fallen cool, Order dass ist der überall halt. für fünf. Sorry, Entschuldige, ja, mach du sprich. ruhig, Cookie. Nee, mach du. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Fallen Order mittlerweile überall für einen Fünfer oder so im Angebot ist, Ich ne? hab Also das ist. auch, ich hab das halt nur nicht Ach so. gespielt. Also ich fand Fallen Order schon ganz cool, was mich ein bisschen genervt hat. Und da weiß ich, da haben wir hier mit dem Sepp auch drüber gesprochen in irgendeinem Video, dass halt die Kämpfe, die wollten so ein bisschen Souls-like sein, irgendwie so sackschwer waren irgendwie und das Gefälle einfach, ne, du schnetzelst halt so die Standardgegner weg und dann kommt ein Boss und du hast null Chance irgendwie. Es sei denn, du investierst wirklich viel Zeit und machst es immer wieder und wieder und da bin ich ja kein Freund von, deswegen spiele ich auch keine Souls-like-Spiele und sowohl Sepp als auch ich haben das dann immer so gemacht, dass wir dann immer für die ernsthafteren Kämpfe sozusagen die Schwierigkeiten ein bisschen runtergeschraubt haben, einfach um weiter durchs Spiel zu kommen. Es ist schon sehr umfangreich, so, also ist jetzt kein Titel, den du irgendwie so in 6 Stunden durchrockst und die Story ist auch ganz okay und ich liebe ja diesen BD-1-Droiden, den habe ich mir jetzt auch zum Geburtstag als Lego-Set gewünscht und gekriegt. Ich liebe den einfach, der ist einfach wahnsinnig süß, einer meiner absoluten Lieblingsdroiden generell in Star Wars und allein deshalb muss ich Survivor halt weiterspielen. Mich würde echt interessieren, wie groß der Stab an Leuten ist, die für Star Wars Marktforschung und Marketingforschung betreiben. Also ich habe das. Es gibt so viele Charaktere, seit so vielen Content-Häppchen, die es davon gibt, Filme, Videos, keine Ahnung, auch Mandalorian und sowas, da ist einfach so viel Vermarktung vom Anfang an bei der Produktion mit da drin, ne, damit genau solche Sachen passieren und die Vio sich diesen Kollegen, wie auch immer der heißt, jetzt als BD-1. Lego zu. Ja, Ja, also aber ich das macht find's. Star Wars ja generell. Okay, jetzt machen wir ein großes Fass auf, aber generell sind die Droiden ja mit die liebenswertesten Charaktere. Das schaffen die ja einfach immer wieder. Selbst jetzt in Endor, der Bee, dieser kleine Kasten mit diesem Dia-Projektor oben drin, selbst der ist einfach so süß und so menschlich. Das war der einen am meisten berührt hat wieder in der Serie. Irgendwie schaffen die das, dass die Droiden einfach nicht nur Roboter sind. Ich meine, da muss man auch einfach mal ganz klar zugeben, dass es einfach auch Erfolg ist, ne? Also, dass die das immer wieder schaffen und dass die halt, also man könnte jetzt darüber streiten, dass es nicht so geil ist, wenn halt so Forschungsleute und Marketingleute bei Produktion von irgendwelchen Entertainment-Sachen direkt von Anfang an ihre Finger mit da reinhalten, aber was bei Star Wars ist es halt einfach unfassbar erfolgreich, das muss man schon anerkennen. Klar, absolut. Gut, Resident Evil 4 Remake wollte keiner von euch spielen. Das hat mich ehrlich gewundert. Hat sich keiner Oh Gott, eingetragen. Aber ich gut, glaube, machen wir weiter mit Street Fighter 6. das habe ich übersehen, glaube ich. Also das werde ich auf jeden Fall spielen. Ist ein geiles Spiel, können wir weitermachen. Also es ist eins von vielen Spielen, wo ich meinen Namen nicht dahinter gesetzt habe, weil ich das Gefühl habe, ich würde es schon gern spielen, aber ich könnte auch noch ein Jahr warten oder so, bis es rauskommt. So dringt es Ja. auch wieder nicht. Das Da ist ein spielst du valider lieber Punkt, Street ja. Fighter 6 oder was? Hast du dich hier eingetragen? Street Fighter 6, aufgepasst. Alter, Nee, wie viel ich haben die bin. fünf bitte gemolken?
Also, über wie Ja. viele Jahre haben sie es immer wieder neu quasi aufgelegt? Ja, aber 5 war halt auch einfach leider nicht gut. Also ich habe 5 tatsächlich nicht gespielt, weil die erste Version, die davon rausgekommen ist, schon irgendwie so schlecht war, dass mich dieser komplette Teil einfach nicht interessiert hat. Und Street Fighter 6 macht mir jetzt den Anschein, dass es jetzt besser wird und dass es cool wird. Und ich Ja, liebe Street Fighter. aber Und ganz im warum? Also Ernst, es weil ist ein was? fucking Beat'em'up. Was willst du da anders machen? Oh. Oh. Oh, Also. Nee. Oh. Nee, Quatsch. Pass auf. Also ein großes Problem von Street Fighter 5 war einfach schon, dass der Netcode online nicht ordentlich funktioniert hat. Und das ist einfach schon ein Tod von jedem Beat'em'up, wenn du es nicht lagfrei online spielen kannst. Ja. Also da hat es schon angefangen. Und irgendwas, krieg's leider nicht mehr so zusammen, weil es schon so lange her ist, aber ich meine, dass du auch Charaktere freispielen oder auch frei kaufen konntest, anstatt dass du von Anfang an alle hast. Das war irgendwie auch ein bisschen eigenartig, aber. Falls das schon so im Spiel war, wird es jetzt nicht anders sein. Wow. Willst du jetzt meine Vorfreude auf Street Fighter 6 kaputt machen? Nein, aber Facts. Adu Nee. können für Cookie. Ich freue mich einfach wahnsinnig drauf, weil ich spiele Street Fighter schon seit Super Nintendo mit einem Kumpel von mir zusammen und Street Fighter 6 haben wir gesagt, das holen wir uns beide wieder und dann werden wir uns stundenlang mit Ryu und Ken auf den Sack geben und ich freue mich drauf. Das ist Ich die hab ja, Kurzfassung. ich war ja immer Tekken-Fan, ne? Ich habe ja Tekken, ja, eigentlich ab Tekken 2 war ich da voll dabei, Tekken 3 und 4 richtig trainiert, richtig gesuchtet, richtig gut drin gewesen. Und dann die späteren haben mich dann auch total verloren irgendwie. Und ein Beat'em'up gibt mir halt immer so kurzfristig mal was irgendwie, aber dann auch nur so im Couch-Koop, gar nicht online. Stories vernachlässigbar in solchen Spielen und deswegen ist es einfach vom Genre her was für mich einfach dann more of the same ist. Also die Zeit stecke ich halt einfach inzwischen woanders rein, muss ich sagen. Es Ja, wäre für mich. mich vielleicht auch anders, wenn ich Street Fighter 5 gespielt hätte. Aber habe ich halt nicht. Mein letzter Street Fighter Teil war Teil 4. Das ist ja schon, keine Ahnung, Jahre her. Das kam PS3, 360 kam das raus. Es ist quasi so ein Neuanfang für mich jetzt. Ich steigte dann quasi auch wieder ein, muss wieder Moves lernen, etc. Ich habe einfach Bock drauf, mich da mal wieder reinzubeißen. In dem Genre ist es bei mir so, dass meine Lernkurve es nie geschafft hat, eine Motivationskurve zu erzeugen irgendwie. Das ist ganz, ganz selten, seltsam. Also so bei Rocket League war ich auch die ersten 100, 150 Stunden grottenschlecht beispielsweise oder auch früher bei Shootern oder auch irgendwann mal in MOBAs oder sowas. Aber da hat immer die Lernkurve dafür gesorgt, dass es irgendwann in so eine, okay, ich verstehe jetzt langsam Dinge, in eine Motivationskurve so übergeht. Und ich habe es auch mit vielen Sachen versucht. Ich habe es mit Street Fighter versucht, mit Tekken, mit Dragon Ball Fighter Z habe ich das zuletzt, glaube ich, auch mal versucht. Und es ist einfach, ich schaff's einfach nicht. Mein Kopf ist wirklich einfach zu blöd dafür, Ich muss ich wirklich sagen. liebe es, wie du sagst, habe ich 150 Stunden gebraucht und dann hat es erst funktioniert. Ich habe, glaube ich, in den letzten Was ein 10 Jahren Scheißspiel. habe ich, glaube ich, zwei Spiele mehr als 150 Stunden gespielt. Und Cookie und droppt ja immer so random irgendein Spiel, was er mehr als 150 Stunden gespielt hat, Ich bevor es Spaß gemacht hat. bei Okay. Rocket League habe ich jetzt in 2022 die 1000 Stunden geknackt, auf jeden Fall. Alter, Echt? ernsthaft? Holy shit. Ja. Aber Ich habe, ohne glaube mal ich, im erzählen, du letzten. hättest keine Zeit, ne? Ja gut, er spielt immer Rocket League, der hat keine Weißt du, Zeit. das ist aber jetzt auch, keine Ahnung, wann ist das rausgekommen? 2015 oder Ja, so. irgendwie sowas. Das ist 7 Jahre alt. Und das ist Okay. halt das konsistenteste Spiel in meinem Leben eigentlich. So jetzt über viele Jahre, weil ich das immer mit ein, zwei verschiedenen Freunden immer wieder spiele, mal unter der Woche. Ist ja auch beeindruckend, dass da einfach kein neues rauskommt. Also, dass sie einfach dieses eine Spiel seit 7 Jahren haben. Beeindruckend. Also, Games as a mega. Service, Ja. Gaming-Pässe, Seasons und Ja. so, du brauchst es halt nicht mehr Genau. Ja. unbedingt. Das ist ja Free-to-Play mittlerweile, also ich habe das ja noch irgendwann mal gekauft für einen normalen Preis. Wahnsinn. Naja, The aber, Legend of Zelda, Tears of the genau, Kingdom. da Wer hat wollte das ich hier eben schon reingeschrieben in die fragen. Spalte? Jeder, der was mit Videospielen zu tun hat, spielt das? Ich Wer habe von das euch wollte? eingetragen. Das wollte ich auch fragen, genau. Ich habe das eingetragen. Ganz im Ernst, das muss man sich zumindest mal angucken, ohne Mist. Nach Breath of the Ja. Wild, was irgendwie auch ein absoluter Meilenstein war, was Action, Adventure und Open World angeht, da muss man sich doch den Nachfolger mal zumindest angucken. Ja, werde ich Auf auch, jeden Fall. aber ich habe ja Ich Breath of the hab Wild gemischt. echt nicht lang gespielt. Es hat mich Ja. einfach, und ich muss es immer wieder sagen, ich bin kein Zelda-Fan. Ja, ich weiß, alle sagen, was, wie kann das sein? Und
Ich habe neulich noch so beim Einschlafen darüber nachgedacht, woran das liegt, und ich habe mich entschlossen, demnächst mal ein Video zu machen, wo ich euch erkläre, warum ich mit Zelda nicht warm werde und warum ich Link für einen total bescheuerten Charakter halte. Bitte, bitte mach Also das, ja. es ist ich wirklich, muss also sagen, ich Link habe ist so ein Vollidiot, ganz im Ernst. So keiner, ich kann das nicht nachvollziehen. Wie kann man einen nicht sprechenden Charakter ohne History, ohne Mimik, wie kann man den. Ich hab Bock auf so ein Video-Rant. Ich glaube, ich mache so ein Video demnächst, wenn ich Zeit habe. Mach das mal so ungeschnitten, einfach am Stück loslegen. Ja. Und dann einfach nur gucken, wie die Hasskommentare sich bei uns auf dem Channel sammeln. Ich will einfach nur triggern. Einfach nur provokant sein, Ja. ja. Für die Klicks, Klicks. Klicks sind Klicks. Also Genau. ich muss sagen, ich habe da auch so gemischte Gefühle. Ich habe richtig, richtig Bock da drauf. Ich weiß, dass es mir wahrscheinlich auch wieder sehr gut gefallen wird. Warum ich gemischte Gefühle habe, ist aber, dass ich das auf der Switch spielen muss. Und ich wirklich gar keinen Bock mehr habe, AAA-Spiele auf der Switch zu spielen. Es Ja. ist wirklich, ich bin 95% meiner Spielzeit vor meinem Rechner oder an der PlayStation 5. Und dann so ein Open-World-Spiel auf der Switch wieder zu spielen, es wird einfach eine scheiß Erfahrung. So rein technisch auf jeden Fall, da bin ich mir sehr sicher. Du, dafür brauchst du noch nicht mal ein Open World. Ich habe jetzt gerade Mario und Rabbids durch und da ruckelt's und rappelt's aber auch ordentlich. Also, Ja, der mein Gott, Vorgänger hat ey. aber auch schon geruckelt. Alles ruckelt, Mann. Ja, Wirklich alles ruckelt. alles. Das Alles ist ruckelt, leider wirklich so. außer manche Marios, ja? Außer Also. manche Marios aus den ersten 2 Jahren nach Switch Release. Also, mein Lifehack für Switch aktuell, ich spiele gerade wieder relativ viel mit der Switch und das aber nur, weil ich viel im Handheld spiele. Und im Ja. Handheld-Modus laufen die meisten Spiele einfach flüssiger wegen der Auflösung. Und so ist es für Ja. mich ertragbarer. Ich spiele auch Nee, nur im ich Handheld. will nicht im Ja. Handheld-Modus spielen, Doch, ich liebe Leute. Handheld-Modus. Ich spiele eigentlich, wenn Ja. ich kann, nur im Handheld. Weil das ist für mich, ich habe auch immer gerne 3DS gespielt. Das ist für mich nochmal eine persönlichere, weiß ich nicht. Du siehst halt, du hast das Ding, nur das, den Bildschirm vor Augen, nichts anderes, kein Wohnzimmer drumherum, keine Ahnung. Ich liebe Handheld-Spiele. Ja, ist auch für mich mittlerweile nur noch so ertragbar, weil ich will kein 900p-Spiel auf meinem 4K-Fernseher hochskaliert bekommt haben. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja, ich auch nicht. So, Aber ich ich will sehe nicht im schon. Handheld spielen. Ja, also Zelda müssen wir einfach kurz zusammenfassen. Klar, es wird ein tolles Spiel, es wird wieder Top-Wertungen kriegen, es sei denn, sie verkacken, ist ganz, ganz grandios und unerwartet. Aber selbst Ja, dann, das glaube ich ist genau nicht. wie bei Pokémon, ja. Also es wird trotzdem irgendwelche Verkaufsrekorde brechen, es wird trotzdem Ja. irgendwie super sein, bla. Genau wie Diablo 4, nicht wahr, Chris? Ich sag eigentlich gar nichts dazu. Ich bin wirklich sehr hyped. Das ist ja so lustig, weil es kam ja Immortal raus, das kam ja nicht so gut an. Und das merkt man den Reviewern und den Preview-Leuten auch an, dass sie das so, oh, ey, Immortal war scheiße, aber irgendwie können das alle noch nicht wahrhaben, aber scheinbar scheint Diablo 4 ganz gut zu werden. Ja, Ich fürchte auch, ja. ja, da schließt sich mein Erwähnen von Maurice Weber, der ja auch Ja, der, sehr, genau. das, der ist ja auch der Diablo-Kerl bei der GameStar. Und der hat halt auch gesagt, dass er den ersten Akt konnten die Reviewer spielen, letztens vor ein paar Wochen irgendwann. Ja. Und der war auch sehr vorsichtig begeistert, aber schon begeistert. So, das finde ich ist die wichtigste Nachricht für mich. Und dass es halt alles ein bisschen düsterer wieder wirkt als bei Diablo 3, was ich auch sehr begrüße. Das Auf jeden Fall. ist ja so ein, das ist ja so ein Riesenkritikpunkt, der immer wieder genannt wird. Und ich verstehe den gar nicht, weil, also ich finde Diablo 3, natürlich sind da viele bunte Farben drin, aber das ist jetzt ja auch kein Teletubbieland. Also irgendwie. Nein. Das ist Aber irgendwie. es ist so gritty Dark Fantasy ist immer noch, Ja, ist also. halt einfach das Geilste. Aber Und das wollen apropos, wir halt müssen mal viele. ganz kurz off-topic sein. Habt ihr diesen Trailer zu Dungeons and Dragons gesehen? Richtig geil. Ey, Absolut findest du? Bock Nee. Ich drauf. habe nur den Echt? Trailer Ja. gesehen und habe gedacht, Alter, was ist das für ein B-Movie-Trash? Was soll Ja, das für ein genau, das sieht Film so werden? richtig, das sieht so richtig Aber. 0815 aus, so richtig. Ja, aber ich finde, das nailt es. Ich habe das Gefühl, die wollen das auch genauso machen. Die wollen so ein bisschen dieses Tabletop-Feeling einfangen, wenn du mit so einer richtig dummen, zusammengewürfelt, trotteligen Party irgendwie so Rollenspiele spielst. Und wenn es wirklich dafür gedacht ist,
finde ich das 100% authentisch, was die da versuchen. Ich habe richtig Bock, mir den anzugucken. Ja, ich meine, okay. Das ist ja ein bisschen das Problem. Die waren halt quasi die Ersten, die das gemacht haben. Und natürlich ist das nicht das ausgefeilteste Story-Konstrukt aller Zeiten. Vielleicht sollte man das dann einfach nicht als Film machen. Ja, ist das die Verfilmung, die die Welt braucht? Das ist die Frage. Keine Ne? Ahnung. Ich wette, Naja. das wird der Video besser gefallen als Avatar 2, aber den Top wollen wir nicht auch Oh aufmachen. ja, oh, da, das Off-Topic machen wir jetzt nicht auf. Das dauert zu Haben wir lang. 3 Stunden Zeit? Ja. Aber kurz zu Diablo zurück, was ich da nochmal kurz sagen möchte. Es kostet jetzt auch 70 € auf dem PC quasi zum Vorbestellen. Ist relativ teuer. Und es gibt, was, naja, vielleicht einfach nur einen Schritt weiter ist, auf dem Weg, den sie eh schon gehen, einen Season Pass. Zwar nur mit kosmetischen Sachen, aber der ist dann halt auch bei den 70 € noch nicht dabei, was halt auch. Es geht halt schon Hast krass in du die Call of Duty-Richtung. gelesen, dass in der Collector's Edition von Diablo 4 gar nicht das Spiel dabei ist? Ja, das das ist ich raste mittlerweile, aus, ey. das ist mittlerweile aber Standard. Also das Ja, machen aber alle. wie viele arme Leute raffen das nicht, kaufen das und sind dann bitter enttäuscht, weißt du? Ja, schau vor, du kriegst so, wie teuer ist die 150 € glaube ich auch, Echt, ne? ich habe keine Ja, Ahnung. und dann nochmal Ja, 70 € für das und dann Spiel nochmal selbst. 70 € ja. Und vor allem, Das ist genial, das ist das ist einfach ja, genial. das hat der Herr Weber ja auch gepostet, so Leute, da sind zwar 2 Kerzen auf dem Bild, aber es ist nur eine Kerze enthalten. Also, ich meine, Ja, weil die allein von das vorne ist. und von hinten gezeigt wird Genau, auf dem ja, Bild. ist so geil. Alter Schwede! Ja. Das ist echt krass. Einfach Naja, Beste. kauft Naja. euch keine, Collector's Editions. Das ist Ja, einfach wirklich, das kauft euch einfach sowieso. keine Also, Collector's Editions. das ist so eine Geldverschwendung. Also, die Leute denken ja, die kaufen das und dann hat es irgendwann einen supergeilen Wert, aber leider nur, wenn du es nicht auspackst. Ansonsten ist es halt wertloser Plastikmüll. Ja, Ja, und dann man hat kannst du lieber die Postkarten. 150 € in sonstigen Merch geben, irgendwie. Dann kannst du dir besser zweimal Diablo 4 von kaufen. Ja, ist so, für dich und deinen Freund. Ich hab mich für Diablo 4 auch eingetragen, aber ich bin wie immer bei Blizzard sehr, sehr vorsichtig damit. Ich meine, Overwatch 2 und Diablo Immortal sind die beiden letzten Spiele, die rausgekommen sind von Blizzard und Und beide nicht geil. Dragonflight. Okay, jetzt nochmal ganz kurz, Cookie, Dragonflight, wie gefällt's dir? Ich hab seit Jahren nicht mehr so viel Spaß mit Retail-WoW Ja, tatsächlich. ich auch und deshalb Ja. habe ich so Angst vor Diablo 4. Ich Nee. habe Angst, dass es tatsächlich gut wird, weil im selben Monat kommt auch Final Fantasy 16 raus. Oh, dann bist du wieder weg. Oh, dann ist der Tobi wieder nicht ansprechbar. Nochmal 70 €. Weg. Final Also, Fantasy falls ihr dem 16. Tobi was Gutes tun wollt, dann fragt mal in den Kommentaren nach seinem PayPal. Ja. Also dieses Jahr kommen nicht nur 2 Yakuza-Teile raus, es kommen auch 2 Final-Fantasy-Teile raus. Also ich bin wirklich überglücklich. Ja, Final Fantasy 16 wird genau wie Diablo 4 eher Dark Fantasy, angeblich so brutal und so düster wie kein anderes Final Fantasy ever, was schon mal ein Pluspunkt ist für mich. Jo, finde Und ich auch. letztens haben die noch geschrieben, das soll die PS5 nicht an die Grenzen bringen, haben sie, glaube ich, nicht direkt gesagt, aber es wird ein richtiges Brett sein auf der PS5, technisch gesehen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe nicht super viele Berührungspunkte mit Final Fantasy. Das 7er Remake ist auch noch auf meiner Liste tatsächlich. Aber ich habe 15, 10, 15 Stunden oder so gespielt. Ich fand es vom Kampfprinzip her und von der Welt eigentlich ganz cool. Ich weiß auch, kann auch gar nicht so direkt sagen, woran mich das verloren hat. Aber dass es jetzt auch eher wieder so Dark Fantasy ist, lässt mich dann doch überlegen, ob ich das nicht dann doch mal Ja. nochmal versuchen möchte. Also ich hab Wobei das sehr so ein, für große mich ist das Hoffnung. so ein absoluter Kandidat für wird noch mal verschoben. Also Ich ob glaube das nicht. wirklich, was steht da für ein Datum drinne, 22. Juni erscheint, werden wir sehen. Ich Ja, glaube nicht. Also Square Enix traue ich nicht mehr sehr viele Sachen zu, aber das Einzige, was man denen wirklich zugutehalten muss, dass die mit Final Fantasy schon sehr vorsichtig sind, was diese Sachen da angeht. Ja. Ich glaube Ja, nicht, aber dass wie die oft wurde das. 7 verschoben? Also. Ja, ich glaube, der Unterschied hier bei dem Teil ist jetzt, dass Naoki Yoshida als Produzent dahinter sitzt. Und das ist derselbe Typ, der Final Fantasy XIV gerettet hat, das MMO. Und der sagt, glaube ich, nicht leichtsinnig irgendein Datum, wenn er es nicht einhalten kann. Also ich vertraue dem Mann zu 100%, dass das Spiel absolut Gold wird.
Ja. Müsste man vielleicht generell nochmal so als Disclaimer hier unter das Video setzen, ne? Also ich meine, wenn ihr jetzt in den ganzen Bauchbinden dann die Daten seht, das ist natürlich alles ohne Gewähr. Da kann sich noch viel tun und es können natürlich auch noch zusätzliche Titel mal eben kurz angekündigt werden, die wir jetzt gar nicht auf dem Zettel haben, weil wir noch nicht wissen, dass sie erscheinen werden. Nur mal so, als Disclaimer. Das stimmt. Wir sind jetzt auch mit Tobis zweitem Final Fantasy schon in Oh ja, Q4 stimmt. von 23, Final Fantasy VII Ja. Rebirth. Da gibt es aber Und gar nicht so viel. Ah, Entschuldigung, mach du mal. nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, dass wir dann schon mit den Daten, wo es zumindest mehr oder weniger spezifische Daten gibt, dann auch schon durch sind. Du darfst Ja. gerne über Rebirth sprechen, Tobi, natürlich. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es dazu nichts zu sagen gibt, weil es gibt wirklich keine Info, außer dass es Ende des Jahres erscheinen soll und es wird halt der zweite Teil von dieser dreiteiligen, haben sie sich, glaube ich, jetzt festgelegt, Ah, Remake-Reihe okay. von Final Fantasy VII. Punkt. Also wir wissen wirklich noch gar nichts. Wir wissen Ach, nicht, ob stimmt. das dasselbe Kampfsystem sein wird. Ich gehe schon davon aus, dass es exakt dasselbe sein wird. Und es wird halt die Story fortführen, aber wir wissen auch nicht, bis zu welchem Punkt. Also das erste Remake, das ging ja bis ungefähr Hälfte Disc 1 vom originalen Final Fantasy VII. Keine Ahnung, wie viel die da jetzt überspringen wollen, damit die dann irgendwie das alles noch in drei Teilen unter einen Hut kriegen und wie viel die noch an der Story verändern wollen. Also, man, ja, Punkt. Man weiß einfach noch nichts, aber ich freue mich natürlich drauf, weil Final Fantasy VII, absolutes Lieblingsspiel. Das Remake war der absolute Wahnsinn, habe ich auch richtig verschlungen. Wird geil, Punkt. Ja, krass, ich glaube, das ist so ein Ding, das kaufe ich mir dann erst, wenn alle drei Episoden es mal eine Bündel zum Vollpreis gibt, also 70 Euro für alle oder so. Ja, das wird noch eine Weile dauern, Ja, vermutlich. aber ich denke, so lange dauert es auch noch, bis ich mich daran Bis wage. du Rocket League losgelassen hast, um mal was anderes zu spielen. Ja, Rocket League und WoW, ich sag's Ja, euch. genau. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Ja. Also es stimmt tatsächlich, alle Spiele, die wir jetzt noch kurz anschneiden, das sind alles Spiele, die im besten Fall irgendwie für dieses Jahr angekündigt sind, eventuell aber auch nochmal ins 2024, 25 rutschen oder so, aber auf jeden Fall kein konkretes Datum haben. Der erste größere Titel, den Chris findet, den interessant, ist Starfield. Ja, ich finde den nicht interessant. Ich fand es nur super spannend, dass keiner von uns da Bock drauf hat. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, also ich habe da auch gar keinen Bock drauf, weil ich finde diese. Wieso trägst du dich dann da Weil ich ein? drüber reden will, weil ich drüber reden will. Ich habe einfach das Gefühl, dass diese Bethesda-Rollenspiele, die sind einfach aus der Zeit gefallen, oder? Also auch wo ich das Gameplay Ja, gesehen habe, ja, das sieht so aus. ja. Ja, es ist natürlich hübsch, aber es sieht trotzdem aus wie 2001 oder so. Ja, genau. Ja. Ich spiele auch von Bethesda irgendwelche alten Rollenspiele, sei es ein Skyrim oder so, sei es ein Fallout 3 oder so, weißt du, so irgendwas, was gut funktioniert hat zu dem Zeitpunkt, als es rauskam. Da brauche ich jetzt auch nicht nochmal was Neues von. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass Starfield nächstes Jahr schon rauskommt. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Starfield gut wird, aber schauen Ja. wir mal. Also das, was Ja. sie da angekündigt haben, das klingt alles wieder so, als wäre das nicht handelbar. So, ja, wir haben unendlich viele Planeten, aber die sind Ja, alle total ja. Ach, individuell. fucking Todd Ja, Howard, klar, ey. Ich klar. kann den Typ So. nicht leiden. Ja. Ich glaube auch AAA. Ich finde auch AAA ist auch echt an so einem Scheideweg. Ne? Es gibt nur noch wenige, die sich das leisten können, die Spiele wirklich fertig auf den Markt zu bringen. Wir haben so eine Dichte von unfertigen Spielen auf dem Markt wie seit noch nie zuvor eigentlich. Super viel kommt einfach nicht perfekt fertig auf den Markt. Das ist richtig schlimm. Ja. Und Ja, dann es noch ist echt, Bethesda. hat sich so eingeschlichen, ne? Ja. Ja. Ja, deswegen, ich wollte kurz nochmal reden. Ich werde es wahrscheinlich selbst nicht spielen. Ja. Aber Es Alan kommt. Wake 2 willst du spielen? Ich habe Ja. vorhin noch gesagt, so nur eine scheiß Taschenlampe. Ja, Alan Wake 2 ist einer dieser Titel, Teil 2. Und das ist übrigens mein Sohn, der gerade hustet, aber er wird gleich wieder einschlafen. Ich habe Alan Wake 1 noch nicht gespielt, aber ich habe mega Bock drauf. Und dann muss ich natürlich auch Alan Wake 2 spielen. So. Deswegen erzählt mir bloß, was in Okay. 1 passiert ist. Ja, dann fangen wir eins an und dann sag mir mal, wie du fandest, ob du dann noch Bock auf zwei hast, weil ich bin ja eh kein Horrorfan, aber mir war das Pacing auch ein bisschen zu langsam. Ich weiß, Kevin zum Beispiel seinerzeit liebte das ja. Ich fand's auch Mich hat es richtig irgendwie. geil. Ich fand's auch mega. Echt? Ja. Ja, ich. Marvel Spider-Man 2. Das will der Chris auch spielen. Boah, Chris, hast du so viel Zeit? Nee, überhaupt nicht. Nein, na klar, das Aber ist ein Spiel, Marvel. das sollte man spielen. Ich kann mich da eigentlich auch mal reinschreiben. Genau, also der erste Teil war geil. Miles Morales hat auch mega Bock gemacht. Ja.
Ich mag Spider-Man Ja, kann man total nichts gegen gerne. sagen. War halt gameplay-technisch absolut super. Ja, also eins dieser Spiele, ich habe es irgendwie aus Zeitgründen nicht durchgespielt, aber und Miles Morales dann auch nicht. Aber das war schon, du kommst so richtig in diesen Flow. Ja, also das ist halt, ne, ich finde, das ist so die Essenz eines jeden Spider-Man-Spiels oder auch die Batman-Arkham-Spiele haben das auch geschafft, dass du in so einen Kampfflow kommst irgendwie. Das war schon richtig Jo, geil. naja, das stimmt auch. Nicht meine Spiele, aber das vom Gameplay her, vom Gefühl her, von diesem Flow würde ich auch zustimmen, auf jeden Fall, Alleine eine halbe Stunde würde ich Oh, mir überhaupt stimmen. keiner will Avatar Frontiers of Pandora spielen? Sowas. Also ich Nee. komme gerade aus dem Kino, Leute, ne? Oh nein, Schluss, nein. Nein, 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 ich spaß euch jetzt, aber meine Fresse. Ich war nicht im Kino, ich war im Aquazoo. Schön war's. Auch SeaWorld. bezeichnend, stellvertretend für den gesamten Publisher finde ich, dass keiner von uns Assassin's Creed Mirage spielen möchte. Nee. Das Es ist auch Gefühl. tatsächlich das Einzige, was Ubisoft hier noch so groß auf der Liste hat, irgendwie. Und Ja, ah, ich nee. hab auch das Gefühl, die sind irgendwie leergelaufen, auch Ja. komplett leergelaufen, dass so gar nichts Großes mehr irgendwie, auf das man wartet. Das, was ich noch möchte, ich würde gerne neues Trials haben. Da würde ich mich drüber freuen, aus dem Hause so. Ansonsten ist da Okay, das kannst du wirklich. immer spielen. Ja, Ich ich. finde das auch mega krass, dass Ubisoft hat ja Avatar auch schon vor längerer Zeit angekündigt und halt wirklich als, das ist unser One More Thing. Und ich habe mir gesagt, das ist echt das falsche Franchise, was ihr euch da ausgesucht habt, weil Ja. niemand weiß, was Avatar für ein Franchise ist. Also jeder kennt den Film, keiner kennt die Charaktere, alle wissen nur, Ja. dass man da sagt, ich sehe dich und das irgendwie ein bisschen creepy ist. Ja, Mann. Und es ist so. Leute, da ein Open-World-Spiel rauszumachen, ist wirklich totaler Humbug. Und die sind da irgendwie seit 30 Jahren am entwickeln und das Snowdrop Engine und ja, alles schick, aber. Nee. Und die bumsen mit ihrem Reizt mich auch gar nicht, Pferdeschwänzen aber. nur. Ja. Aber auch hier Assassin's Creed, ich meine, das Ja. Franchise ist ja nun wirklich einfach auch so langsam totgelutscht, so, ne? Also es. Klar kann man das spielen. Und wenn man noch nie ein Assassin's Voll. Creed Spiel gespielt hat, wird es wahrscheinlich auch toll, so, ne? Aber für mich Ja, ist das das definitiv so Problem. ein More of the Same Ding, was mich einfach nicht mehr reizt, ganz ehrlich. Ja, und das Problem bei diesen. Es gibt halt super viele Spielereien, die es dann irgendwann geschafft haben, so einen Modernisierungssprung zu machen. Bei Assassin's Creed war das dann so ab Origins so ein bisschen. Dann gab es halt noch diese Fähigkeiten, also ne, diese On-Use-Skills quasi, die man freischalten konnte und so. Und das hat ja auch ein bisschen was aufgefrischt. Aber ich finde, das Problem von Assassin's Creed ist immer schon, oder seit längerer Zeit jetzt schon gewesen, wenn du das neben andere AAA-Spiele mit einem gleichen Budget von einem anderen Studio und sowas stellst, dann sieht das immer schlechter aus und es macht immer weniger Spaß oder fast immer als die anderen Spiele. Und das ist halt irgendwas, was ich meinte, auch mit diesem Leerlauf. So, die Ubisoft-Spiele sind ja nie grundlegend schlecht, aber die stechen halt aus der Masse an guten Spielen, die es mittlerweile gibt, einfach gar nicht mehr heraus. Ja, wie gesagt, Mario und Rabbids Sparks of Hope würde ich jetzt rausnehmen, ne? Ein Ja. Titel vom letzten Jahr noch. Prince of Persia, Sands of Time Remake haben wir ja auch noch in der Liste, auch noch von Ubisoft. Da warte ich ja schon lange drauf. Also Sands of Time habe ich damals so geliebt, als Ja, das neu die ganze war auf der Trilogie PlayStation ist, 2. ja. Aber das Sands of Time war schon echt der beste Teil, finde ich, von den ganzen. Oh, Und ich finde das diese. Remake, wie lange ist das jetzt angekündigt und wie lange haben wir schon gar nichts mehr davon Okay, gehört? ja, diese Also ersten ich. Szenen, die man da mal gesehen hat von diesem, was war das, ein indisches Studio oder so, die haben das ja irgendwie so ausgeklammert erstmal. Ich glaube, das wurde zurückgenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, das macht jetzt doch wieder ein anderes Studio und da hatte Ja, ich echt die Schiss, haben also komplett das. neu angefangen. Ja, das sah ganz komisch aus. Also, ich weiß es nicht. Ich habe nicht mehr viel Hoffnung da drin, aber ich würde mich sehr freuen, wenn sie die gesamte Trilogie nochmal komplett Ja, aber remaken ich in den denke mir auch Rücken. ganz im Ernst, es ist ein Remake, ja, von einem Singleplayer-Adventure. Wieso dauert das so lange? Was kann denn da falsch laufen? Ich verstehe es einfach nicht. Keine Ahnung, bei diesen ganz, ganz alten Spielen musst du das halt, glaube ich, einfach nochmal komplett, als wäre es ein neues Ja, Spiel aber du bauen. musst doch einfach nur, du musst ja nichts Neues ausdenken, du machst einfach ein Remake. So. Ah, Also, mit, das ist, mit glaube der, ich, nicht mit ganz so der, leicht. ja, genau, also mit der Aussage ist ja einfach nur ein Remake, kommst du, glaube ich, nicht hin damit. Also es gibt halt schon, da weiß ich jetzt auch nicht von, aber
Ja, es ist halt nicht so einfach, glaube ich, wenn du so gerade so alte Spiele nochmal komplett neu machen Ja, musst. Du aber willst ja den. überleg mal, wie viele Remakes wir jetzt allein in der Liste für dieses Jahr hatten. So, und wie viele Remakes in den letzten Jahren so rausgeballert wurden. Also ich Ja, glaube schon, es gibt aber dann auch den ne? Unterschied zwischen Remaster und Remake, ne? Remaster ist ja, dass du da einfach nur einen neuen Skin drüber klatscht und Ja, klar. quasi das Spiel so wie es ist einfach hast. Bei Remakes musst du das ja wirklich komplett nochmal nachbauen, also auch technisch nachbauen. Und wenn du das, Ja, du musst aber ja dabei aber nicht wie bei einem neuen Spiel einfach du hast nicht eine Idee und setzt die um, sondern du musst ja quasi das modernisieren, aber dann trotzdem auch darauf achten, dass es sich noch so anfühlt wie das alte Spiel, aber jetzt auf neuen Konsolen und flüssig. Ich glaube, das ist super schwierig. Ja, aber schau mal, ich meine, Assassin's Creed hat sich ja aus Prince of Persia entwickelt, sozusagen. Das war ja ursprünglich das erste Assassin's Creed, war ja mal so eine Prince of Persia-Idee, dann haben sie gemerkt, da können wir was Eigenes draus machen, bla bla bla. Und dann ist das ja, ne, diese ganzen, alles, was Prince of Persia so erfunden und cool gemacht hat, die Wandläufe und ne, diese von Stange zu Stange schwingen, typischen Action-Adventure-Einlagen und so. Das ist ja alles etwas, was die jetzt mit Assassin's Creed zig Jahre lang sozusagen gemacht haben. Es ist ja nicht so, dass die Sense of Time jetzt komplett sich neu ausdenken müssen. Die haben die Engine, die haben alles, was sie dafür brauchen, um das Spiel als lineares Action-Adventure mal eben durchzurocken. Ich sage ja nicht, dass das innerhalb von 3 Tagen fertig programmiert ist, aber es ist schon ewig her, dass das angekündigt ist und man hört so gar nichts davon. Und ich frage mich, warum? Warum? Vielleicht haben die einfach ausnahmsweise mal einen höheren Anspruch, weil wenn die das so machen, wie du es Also gerade ich hoffe. beschrieben hast, dann ist es halt so ein 20-Euro-Kruscheltitel nach 2 Monaten wie jedes andere Ubisoft-Spiel. Kuschel. Ich will ja gar nicht so viel haten, weil ich habe Bock auf das Spiel und ich warte ungeduldig. Ja, So, naja. macht's bitte fertig. Kommt schon. Hau rein. Mach fertig das Ja, Ding. stimmt schon. Was haben wir noch? Ja. Lies Was of P. übersprungen? Lies Genau. of P. Ja. Das ist so auch gritty, dark Pinocchio quasi. Ganz, ganz verrückt. Gab's aber schon spielbare Passagen. Fanden alle Souls-Fans ziemlich geil. Sieht mega geil aus. Hat auch ein komplexes Kampfsystem. Soll auch ziemlich schwierig sein. Ein paar Sachen werden anders gemacht. Also mehr vertont, glaube ich, ne, als so ein klassisches Souls-like-Game war, glaube ich, mit dabei. Und das sah richtig, richtig gut aus. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass es nach dem, was ich da Material schon gesehen habe, wirklich ein geiles, geiles Souls-like wird einfach. Ich glaube, wenn mich das Genre interessieren würde, fände ich das richtig geil, weil den Style finde ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Aber leider nicht mein Genre. Der Chris möchte Lollipop Chainsaw Remake spielen. Ich habe ja das Original gespielt und das war der Hype, der Marketing-Hype drum war cool. Ich weiß auch noch, hier Jessica Nigri hat ja das Cosplay dazu gemacht, das offizielle. Und ich habe bis heute ein Poster im Büro davon hängen. Aber das Spiel Von selber war eher der so Nigri oder Durchschnitt. von dem Spiel? Nein, das offizielle Poster. Okay. Ich habe das Spiel damals auch durchgespielt. Ich kenne Jessica Nigri persönlich im Gegensatz zu euch. Okay. Nicht, dass ich mich damit rühmen wollte, aber ist so. Ich habe letztens noch einen Tweet von ihr gesehen. Ich habe eine Superheldenfähigkeit, wenn ich meine Brüste verstecke, erkennt mich niemand. Ich habe das Spiel damals auch an einem Abend irgendwie mit einem Kollegen durchgezockt und das war irgendwie so abstrus. Und mich interessiert einfach, wie sie Ja. das nochmal neu auflegen und ob das heute noch klappt. Deswegen will ich das wahrscheinlich. Also das wird kein Triple A, Nein, das nein, wird ein genau. Nee, das 2A. erwartet auch So, keiner. ja. Für mich ist das so Kategorie so Brutal Legend oder so. Ja, Ja, genau. So Oh, das. eigentlich Oh. ganz witzig, aber genau, wenn du es nicht an einem Abend mal durchspielst, dann packst du es meistens auch nicht nochmal an. Genau. Ja, ich fand die Idee und das Setting und so fand ich damals richtig lustig und geil. Und deswegen fand ich das so schade, dass das Spiel mehr so, ja, Durchschnitt war. Aber gut, das wird das Remake wahrscheinlich nicht viel anders machen. Nein. Ja, ich habe noch hier The Lord of the Rings Gollum, das Game. Da habe ich mega Bock drauf. Funderdelic, ja. Genau, ich bin sehr gespannt. Lord of the Rings ist das beste Franchise aller Zeiten, auch nach dieser katastrophalen Serie auf Amazon Prime. Ja, keine Ahnung. Alles, was es von Herr der Ringe geben wird, werde ich mir angucken, egal wie scheiße und ausgemelkt das wird irgendwann mal. Ich glaube, ich bin da in for a sad ride auf jeden Fall, weil viel rauskommen wird, so wie es gerade scheint, was mir nicht so gut gefallen wird. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Aber jetzt nur ganz kurz, hast du den Trailer gesehen?
Ja. Das war doch, also, das war richtig unangenehm. Also, ich finde es total gut, dass sie darauf reagiert haben und es bis in die Unendlichkeit verschoben haben. Ja. Aber das war wirklich Ja. unangenehm. Also, ich bin sehr gespannt. Du, ich bin jetzt vieles gewohnt nach diesem Jahr. Nach Okay. Pokémon. Er lebt in Ich. Dortmund, er ist viel gewohnt. Ja. Ich hätte gern für Vorzug ein Videoformat, wo nur Cookie zu sehen ist. Er setzt sich vor die Kamera und sagt einfach, wie traurig und oder böse er über irgendeine Sache ist. Und das Video geht dann so eine Dreiviertelstunde. Und dann steht er einfach auf und geht. Und das Video läuft dann noch 10 Minuten. Och, das Video über Herr der Ringe, über die Herr der Ringe-Serie wäre mindestens 3 Stunden lang. Oh ja, Sollten wir mal dann mache drüber ich noch reden. eins über Avatar 2. Like a Dragon Gate, noch ein Like a Dragon für Tobi. Ja, guck an, aber Like das ist a kein Dragon. Datum. Haben wir ja heute Ja, gelernt, dass das keine ein Panik, Yakuza das ist. kannst du dann 2024 spielen wahrscheinlich. Das soll dann noch kommen, dieses Jahr, Ja. tatsächlich. Like a Virgin Gaiden, the man who erased his name. Spin-off soll halt spielen zwischen Teil 6 und Teil 8. Und das soll wieder ein Action-Adventure Also mit ist das Beat'em Teil Up sein, 7. also ganz klassisch. Nee, nee. Teil 7 war Like a Dragon, kurioserweise. Klar. Richtig gehört. Es ist so konfus Hauptsache, mit den du Namen. kennst dich aus. Es ist Das so ist das konfus mit den Wichtigste. Namen, ich gebe es ja zu. Aber nee, das ist ein Spin-off, das spielt dann abseits von der Hauptstoryline. Ach ja. Ähm, Okay. ja, Die wer weiß. Nebenstoryline mit den 5 Ablegern, die es dafür schon gibt für die Nebenstoryline. Genau, richtig. Bitte mach uns Ja. mal so ein Zeitstrahlvideo. Ich finde das mega lustig. Das ist allein schon für die Namen der Spiele braucht man, glaube ich, schon ein eigenes Video, was 10 Minuten geht, um zu erklären, Ja, was welches wirklich. Spiel ist und warum es so heißt. Ja. 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 Definitiv. Und wahrscheinlich haben sie dann in Japan noch mal ganz andere Nummerierungen und Die ja. Nummerierung haben sie ja zum Glück beibehalten, immerhin. Nur die Namen wechseln jetzt mit den neuen Teilen. Also der ganz neue Yakuza 8-Teil, der dann kommt, heißt auch wieder dann Like a Dragon, überall. Also sie haben sich jetzt wohl komplett mit den neuen Teilen von Yakuza getrennt von dem alten Namen. Ist aber auch also ein gewagtes Manöver, so marketingtechnisch, ne? Da hast du mal eine Ja. Marke und einen Namen etabliert und schmeißt ihn komplett über Bord. Warum? Das ist So, richtig, aber ich glaube, Yakuza ist so Nische, dass die Leute, die das überhaupt ne? realisieren, dass die halt Bescheid wissen. Die checken das, Ja. okay. Ja, Ja, das das Wort. wird vielleicht, das wird vielleicht unser Spielejahr 2023 Änderungen vorbehalten. Und Wir sollten ich noch bin mal mal, gespannt. wir sollten am Ja. Ende des Jahres ein Video machen, was wir tatsächlich gespielt haben Ja, auf davon jeden und wie Fall. wir es Ja. dann gefunden haben. Und was alles noch Genau. reingedroppt ist, gerade so Indies und so, da weiß man ja im Zweifel einen Tag vorher noch nicht, dass man spielen wird. Ja, und dass sich das auf Und einmal das. 120 Stunden beschäftigt. Genau, und deswegen, ich bin sehr. Also, Genau. das sollten wir wirklich machen, dass wir Ende des Jahres mal so ein Video machen und dann. Ah, hast du gelogen, hast du gelogen. War scheiße, war scheiße, war scheiße. Ja. Yakuza, hammergeil. War scheiße, war scheiße. Also wenn sich 2023 ähnlich gestaltet wie 2022, dann wird auf jeden Fall ein großer Teil bei mir Indie-Spielzeit sein. Ja. Also wahnsinnig viel mittlerweile. Ich finde, von Jahr zu Jahr steigert sich einfach die Zeit, die ich in Ja. Indie-Spiele statt in teure AAA-Spiele stecke, immer mehr. Ja. Weiß nicht, gerade jetzt so vor Weihnachten, als wirklich der Akku leer war und ich zu nichts mehr in der Lage war, wie viele Stunden ich dann stumpf Dorfromantik gespielt habe. So ein Also, schönes ne? Spiel. Ja, Ja, Erinnerung. so, und das ist es halt. Und das ist ja der Punkt, dass so viele Indies, ich meine, nicht umsonst stellen wir mittlerweile ganz, ganz viele Indies hier auf dem Kanal vor, Dinge einfach so viel schöner und unverkrampfter und ohne dieses Bam, 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 wir sind die Geilsten und wir machen das geilste Spiel, kauft es alle, Ja, so, ne? das, was Sondern das. einfach so dieses Frische da dran, dieses Unverkrampfte, das liebe ich so. Ja. Ja, was Indies halt richtig gut machen, ist halt, dass sie sich eine Sache aussuchen, die Spaß macht und ihr Spiel einfach darauf aufbauen und darum bauen. So nicht mehr, nicht Ja. weniger. Ja. Und Genau. das ist halt gerade, wenn man. Das klingt so dumm, wenn ich das sage, aber gerade wenn man so ein bisschen älter wird. Und dann hat man halt auch keinen Bock mehr, sich durch 5, 6 Stunden Tutorials zu prügeln, von denen man hinterher die Hälfte wieder vergisst.
Sondern dann ist Ja. es halt so, ich habe super viel so Survival hier, so Vampire Survivors, Brotato und diesen ganzen Mist gespielt. Ey, da läuft man eigentlich nur mit WASD durch die Map und alles passiert automatisch und du musst dir nur aussuchen, was deine Power-Ups sind und so. Aber das macht so viel Spaß und es ist so, so basic eigentlich. Ich spiele es gerade auf Ich dem hätte es Handy ja, und vor allen gefeuert. Dingen, wenn es mal ein Spiel ist, was einem nicht so passt, ja, mein Gott, dann hat man vielleicht 10 Euro oder was ausgegeben, im besten Fall, ja, oder noch weniger. Wenn sie im Sale sind, so kriegst du ja teilweise für 1 Euro geschenkt, die Spiele, und die können eigentlich echt stundenlang begeistern, und dann ist aber auch gut. Also ich brauche auch gar nicht mehr so einen 100-Stunden-Titel. So, weil mir reicht es dann sowieso in der Regel nach, weiß nicht, 25 wirklich so, Naja, ne? bei Elden Ring nicht. Ja, es gibt Ausnahmen, je nach Genre, klar. Aber so die meisten Spiele, wenn die mich irgendwie 10 Stunden beschäftigt haben, bin ich da happy mit. Naja, aber bei So. Elden Ring nicht. Ich merk's gerade Nein, ich meine. bei God of War, Ragnarok, merke ich es gerade. Ich habe jetzt irgendwie 16 Stunden drin oder so, es macht mega Spaß, aber ich wäre total nicht böse gewesen, wenn das Spiel jetzt zu Ende wäre. Also von der Spielzeit. Ich spiele es jetzt natürlich Jo. trotzdem die nächsten 3 Monate noch jeden Abend irgendwie eine halbe Stunde. Alles gut. Aber da bin ich voll bei dir, Vio. Ja, das ist genauso wie du, James Cameron, keine 3 Stunden Filme machen musst. Ja. Mann, ey! Oder der God of War Voice Actor, der nicht aufhören konnte mit seiner Rede. Teal'c aus Stargate, Ja, klar. genau. Mega gut. Ja, Freunde, ich bin gespannt, was das Jahr so bringt und was wir auf unserem Kanal so daraus machen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Und wir werden das checken. Dann am Ende des Jahres. Yes. Was ist wirklich erschienen? Was haben wir wirklich gespielt? Und war das wirklich so gut oder so scheiße, wie wir heute gedacht haben? Richtig gut. Alrighty. Ja, geht Yakuza Jo. spielen. Dann, genau, würde ich sagen, schreibt ihr bitte in die Kommentare, was eure Titel sind, die ihr auf dem Zettel habt für dieses Jahr, was ihr unbedingt spielen wollt, was euch gestohlen bleiben kann. Und wir haben ja auch genügend Meinungen kundgetan. Ihr könnt dazu den Kommentarbereich zuballern. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Wenn ihr wissen wollt, was sonst noch bei uns auf dem Kanal los ist, dann schaut doch mal vorbei. Der Tobi hat zum Beispiel zu Yakuza ganz viel gemacht und der Tobi hat auch ein Final Fantasy Ranking gemacht, welche Reihenfolge, aber von gut bis schlecht oder von schlecht bis gut, ich weiß es nicht mehr. Ja, alle Final Fantasy Teile, also da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken und was haben wir noch so aktuell? Keine Ahnung. Guckt einfach mal. Abonnieren, Glocke setzen, Ding Dong.